Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wie man erkennen kann, ist das nicht die Lassisee. Es ist auch nicht Köln. Es ist auch nicht die Sahara. Von allem aber ein bisschen. Es ist ein Video, worauf ich mich sehr gefreut habe. Ich habe gedacht, ich werde dieses Video in den Vereinigten Staaten drehen. Das tue ich aber nicht, denn wir sind hier irgendwo zwischen dem Nürburgring und Köln. So grob. Bei den Karl-May-Festspielen. Bei den Karl-May-Festspielen. Kennst du das noch, wie du saßt als Kind im Publikum und dann fetzt dieser Typ, braun gebrannt von der Sonnenbank, auf diesem Ding da durch? Old Shatterhand. Old Shatterhand und Winnetou. Das waren die coolsten Dudes überhaupt. Auf jeden Fall. Es ist ein Auto, wo ich niemals gedacht hätte, dass das in Deutschland wirklich sein wird. Vielleicht mal von irgendeinem Importeur, aber nein. Es ist der Tag gekommen, wo ich sagen kann, ich weiß es schon ein paar Tage, ich hätte nie gedacht, dass der Wagen nach Deutschland kommt. Ja? Warum machst du so? Wir haben diese Szene gerade zweimal gedreht. Ich habe nie gedacht, dass der Wagen nach Amerika kommt. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Wagen nach Deutschland kommt, denn es ist ein Auto, wovon ich lange geträumt habe. Es gibt ein Vorgängermodell. Und das Ding ist, es ist so, dass wenn man an Ford denkt, denkt man automatisch an einen Ford Mustang. Das ist ein Pony, ein Pferd, ein Mustang. Aber die Jungs von Ford hatten immer ein zweites Pferd in der Schublade, und zwar den Bronco. Und der kommt nach Deutschland. Los geht's. Und da sind wir auch wieder. War ein bisschen aufwendiger, ne? Und was wir gesehen haben, ist ein sehr, sehr schönes Detail. Und zwar kann man das Fahrzeug massivst modifizieren. Von Werk. Serie sogar. Also man kann das Auto erleichtern in seinem Dasein. Per Hand. Per Hand. Die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, haben wir gerade selbst gemacht. Und es hat nicht lange gedauert. Fabio. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dich hier in dieser wunderschönen Umgebung zu sehen. Also, die kann mal festspielen. Nein, mit einem Auto. Ich muss es wirklich sagen. Darf ich die Geschichte ganz erzählen? Ja, klar. Pass auf, ja. Es war so. Wir schreiben. Und ich habe ihn kontaktiert zu dem Auto vorab, bevor es überhaupt ein Thema war. Weil in Amerika vorgestellt. Ich so, boah, Fabio, brutales Auto. Ja. Ne? So, und dann sagt er, nach ein paar Monaten so, der kommt. Dann war ich in der Zwischenzeit aber in Amerika und habe den Ford Bronco Sport gesehen. Das ist ein cooles Auto, aber er wäre klassisch für den deutschen Markt. Ist kleiner. Würde man denken, ja. Ne? Kompakter, so ein typisches, normales deutsches Fahrzeug. Und ich hätte gedacht, okay, schade. Es wäre schon geil gewesen, wenn der kommt. Aber jetzt ist es wirklich so. Und ich freue mich echt, das zu sagen, weil das Auto hat für mich ganz viel Potenzial, diesen Kultstatus wirklich zu erhaschen. Mhm. Weil er ganz viel kann, weil er wirklich krass aussieht, weil er auch wirklich groß ist. Der Deutsche versteht nicht ganz, was Bronco wirklich für einen Kult ist. Ja, gab es ja hier nie. Genau. Ja. Aber in Amerika ist der Bronco vergleichbar wie hier mit einem, wie mit einer G-Klasse. Würde ich auch fast sagen, das ist so der Vergleich, zumindest was den Kult angeht. Genau. Von diesen Offroad-Fahrzeugen halt. Genau. Ja, absolut. Und dann ist es einmal die Optik. Dann hatte ich Sorge. Was heißt Sorge? Also es kommt nachher auch der Vierzylinder. Aber ich habe gedacht, okay, es kommt nur der Vierzylinder. Aber nein, die haben den 2.7er Biturbo. V6. V6. Ja. Und ab jetzt wird das Video gut. Ja, jetzt geht's ab. Ich will einmal unter die Haube gucken. Weil, ich muss dazu sagen, Fabio und ich gucken uns den jetzt zusammen näher an. Wir haben gerade die Türen abgefummelt. Und das Dach, wofür wir gebraucht haben, 8-9 Minuten? Ja, also ich muss halt sagen, ne, das Auto kommt bald,
Noch haben wir es nicht offiziell hier. Das heißt, ich sehe das Auto heute selber zum ersten Mal. Also wir erforschen wirklich gerade den Bronco so für uns selber. Ich habe dir halt nur gesagt, wir machen das zusammen. Wir haben ja im letzten Video damals gesagt, irgendwas mit Türen abmachen. Ich wusste halt, dass der kommt. Ich habe es aber selber nicht geschafft, mir das vorher mal anzugucken. Also wir genießen das zusammen. Genau, und dann waren wir, also wir springen jetzt ein bisschen, weil wir das wirklich einfach als Buddies gerade machen. Und dann haben wir die Türen abgenommen. Und dann sagte Fabi, ja, Dach geht auch. So, dann hast du vier einzelne Dachelemente. Ich zeig das einmal hier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann denkst du dir, ja, okay, dann ist ja hier Schluss, weil das sieht ja sehr verbunden aus mit dem Auto. Und dann kriegst du ein Werkzeugset dazu. Mit einer Knarre. Es ist schon fast wert, die Karre zu kaufen wegen der Knarre. Mega geiles Werkzeug. So, und dann sag ich, da hinten sind so Schrauben. Ja, Schrauben ab. So, und dann siehst du, dann sind da von der Waschdüse, von der Heckscheibe so Schnellverschlüsse, alles ist dran. Und dann endet das Auto so, dass du wirklich ein komplettes Cabrio hast. Nein, aber man kann dann das ganze Auto auseinanderbauen und die Türen abbauen. Da ist aber die Frage, ob das dann nachher in Deutschland alles so... Nein, also es ist für Offroad-Use, ne, ist klar. Also ich habe auch gerade nochmal mich versichert, Türen ab darfst du natürlich nicht auf der Straße machen. Das findet der TÜV nicht so cool. Türen jetzt raus, sagen wir natürlich klar, erstmal nur Offroad-Use, also abgesperrtem Gelände. Es ist halt krass, wir sehen es ja gleich selber, wenn du drin sitzt und da wirklich nichts mehr an der Seite ist. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ich weiß noch nicht, ob ich so fahren wollen würde. Gefahren sind wir noch nicht. Also wir haben die Türen abgemacht, haben mich reingesetzt. Ja. Und beim Reinsitzen hast du drei, viermal den Moment, wo du so machst. Und die Vorstellung auch, dass das sich bewegt und rollt mit offen. Bist du schon mal ein Auto ohne Türen gefahren? Ja. Echt? Ja, ja, auch schnell. Ich denke mal, da werden irgendwelche Tuner irgendwas rausbringen, dass man da irgendwie eine Eintragung machen kann. Da kann ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, was der Netz bringt. Weiß ich nicht. Oder vielleicht diese. Nein, das habe ich im Konfigurator, glaube ich, gesehen. Es gibt diese Türnetze vom Film Bronco auch. Das kann sein. Ne? Ja. Dann hast du halt nicht mehr die Blechtür. Genau. Ja, extrem viel Zubehör. Ja, ja, super viel. Extrem viel Zubehör. Ja, ja, ja. Und da sind wir auch schon beim Thema, weil wir haben einmal ihn hier. So kommt er erstmal. Genau. Aber der rote ist ja nochmal eine Nummer. Der ist noch ein bisschen offroadiger. Genau. Das ist alles noch ganz frisch. Es ist noch nicht mal final entschieden, welche Versionen jetzt genau hier verfügbar sein werden. Wir wissen nur, der Motor wird auf jeden Fall der V6. Geil. Und es wird auf jeden Fall der offroadige Bronco, also nicht der Bronco Sport, den du eben angesprochen hast, sondern wirklich der, auch mit vier Türen. Das ist sehr gut. Ja, was auch das erste Mal ist. Der Bronco war bisher immer ein Zweitürer. Stimmt. Also jetzt gibt es den zuerst mal mit vier Türen. In Amerika gibt es den ja auch als Zweitürer. Den gibt es auch als Zweitürer. Den kriegen wir nicht. Ob der zum Beispiel kommt, weiß ich noch nicht. Das wäre natürlich auch. Aber du, ich muss halt sagen, ich bin echt happy, dass überhaupt die Version kommt. Das sind zwei Autos, das sind Vorserienautos, das sind noch nicht die Autos, die in Deutschland kommen werden, aber die habe ich jetzt dann organisieren können, dass wir erstmal ein bisschen spielen können und uns das Auto mal angucken können. Ja, das ist schon cool, oder? Ja. Also finde ich persönlich mega cool, dass wir die zur Verfügung gestellt bekommen haben, um ein bisschen umzuspielen. Plus, wir haben diesen ganzen Steinbruch zur Verfügung gestellt. Spielplatz. Ja, ja. Man sieht es auch zum Beispiel, sehen wir gleich, die Nebelschlussleuchte ist nachgerüstet. Ja, genau. Das ist noch nicht die finale EU-Version. Ja. Aber wir dürfen netterweise schon mal ein bisschen damit spielen und uns das alles mal angucken. Ja. Und halt bekannt geben, dass der Bronco dann auch so kommen wird. Also ich bin sehr gespannt. Okay, das ist der 2.7er V6, genau. Biturbo. Ja. Tuning-Potenzial ist sehr groß. Ich habe es einfach mal so gesagt, weil ich so ein bisschen was damit zu tun habe. Was mir auch aufgefallen ist, das können wir mal eben einblenden, ist das Endrohr. Das ist kein besonderes Sportendrohr, aber es ist mal ein Auto mit einem Endrohr. Weil wenn man jetzt so ganz kritisch dran geht, erstmal keine Blende und zweitens, ob das Endrohr klein ist oder groß ist, das macht den Unterschied jetzt nicht. Und auch soundmäßig, wenn man hier sportauspuffmäßig was macht, ist das auch cool. Hab ich gehört. Okay, der saugt an aus zwei Leitungen in einen Luftfilterkasten rein. Das sind die beiden Ladedruckleitungen, die so weggehen in den Ladeluftkühler, normaler Luftladeluftkühler. Dann kommt er da raus und kommt hier hoch. Hier ist der Drucksensor, Drosselklappe und Schalabing. Aber kurzer Motor. Die guten Garrett sind drin. Gute Garrett-Lader hat er auch. Geil ist halt eine Ansaugung sehr weit oben. Der hat irgendwie eine Watttiefe von 80 cm oder so. Also du kannst bis hier im Wasser stehen auch mit dem Ding. Das ist halt ein echtes Offroad-Auto. Genau. Und ich sehe auch, die Modelle sind unterschiedlich. Das heißt, der Grill und der Grill sind ja wieder unterschiedlich. Ja, total. Also der rote ist auch ein bisschen offroadiger noch. Das sieht man auch zum Beispiel hier. Hier sind diese Abschleppschlaufen irgendwo da unten versteckt. Der vorne, der hat die ganz stolz links und rechts dann schon in der Stoßstange drin. Wie beim Raptor. Wie beim Raptor, genau. Den gibt es ja auch als Raptor, aber der wird seinen Weg nicht finden, ne? Das, also wissen tun wir auch das nicht final, aber wahrscheinlich nicht. Wenn du mich fragst, vom Gefühl leider eher nicht. Das ist okay. Raptor ist immer schwierig. Ich bin froh, dass es überhaupt, ganz ehrlich, ich bin wirklich, also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich bin wirklich happy, dass er wirklich kommt, weil es ist sehr, sehr, sehr cool. Und mal eben, ne? Über 300 PS. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein kleiner Motor, wo du sagst, ja gut, da fehlt auch noch ein bisschen Leistung, sondern der drückt schon auch ganz gut. Wie viel Drehmoment hat sowas dann so? Über 500 auf jeden Fall. Kannst du richtig Berge mit hochfahren dann, ne? Ja. Und das machen wir gleich. Wir müssen sauber bleiben, ne? Ja. Wäre gut. Ja. So sauber es geht. Also
Ich meine, wir fahren halt hier durch den Dreck, ne, dass die nicht jetzt picobello rauskommen. Was man merkt, und ich kann mir vorstellen, dass das manche von meinen Pressekollegen, da wir drauf gehen, das Auto ist von innen in Kunststoff. Aber aus dem Grund, weil wenn du das Ding nämlich wie da fährst, ist das ja quasi wie ein Armeefahrzeug, das ist ja komplett offen. Das heißt, das muss das abkärchern können fast. Genau. Dann ist das größte Display neben in dem aktuellen EQS, was ich gesehen habe bis jetzt. Das ist schon riesig. Das ist echt, ne? Echt ja. Sehr, sehr, sehr groß. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist schon echt ein Monster. Dann haben wir die Griffe. Ja, hier die Angstgriffe. Genau. Jetzt habe ich hier zwei Heckantrieb, Vierradantrieb. Das ist, weil wir gerade hier eine Pause gemacht haben, kurz. Es ist nämlich sehr heiß heute. Heute ist warm. Also heute wird es 38. Also, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt erst komischerweise 29. Ja, ich glaube, der lügt. Das glaube ich auch. Aber gut, wir haben auch noch nicht so spät. Ja. Untersetzung. Und dann haben wir hier nochmal Vierradantrieb normal high. Genau. Dann hast du in der Mitte den Knopf für diese One-Pedal-Geschichte, dass du dann nur mit einem Pedal fahren kannst, Beschleunigen und Bremsen. Okay. Und du hast hier natürlich, wenn du drehst, diese ganzen Fahrmodi. Da hast du eine riesen Animation, du hast ganz viele verschiedene Fahrmodi, also Sport, normal. Beam Explorer. Mhm. Genau. Ich meine, der hier hat 6 und der drüben hat dann 7. Der hat noch einen zusätzlichen für langsame Offroad-Fahrt. Boah, aber auch gut animiert, ne? Guck dir erstmal an, Sport. Das Display ist echt cool, ja. Ojo. Okay, wir rollen mal los, ne? Ich glaube, heute ist ein Tag, wo meine Motor nicht unbedingt hart warm fahren muss. Der ist quasi schon warm, nur durchs Rollen. Wo fahren wir lang? Ja, schauen wir mal. Uns wurde gesagt, wir können uns eigentlich hier austoben. Fahr mal hier hoch, ne? Ja, ja. Schauen wir uns mal. Okay, man merkt schon beim leicht normalen Fahren, obwohl ich noch nicht gesperrt habe, dass eine Sperrwirkung hinten da ist. Du hörst, wie der schnarrt. Und jetzt bist du noch immer im Two-Wheel-Drive, ne? Also wir sind auch gar nicht im Allrad. Aber ich würde gerne mal in den Moment kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel anhalten. Ja, genau. Und fahren jetzt mit Zweirad los. Aber wir kommen mal hier hoch, ne? Ja. In Zweirad. Ja, mal schauen. Aha. Ja gut, du bist ja jetzt im ganz normalen Fahrrad. Ja, genau, aber pass auf. Auch mit, genau, das ist ESP. Geil, das ist geil. Jetzt schalte ich um auf Allradantrieb. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ohoho. Gar kein Problem. Aber weißt du, was dahinter ist? Ah, eine Ladefläche, ne? Ich bin ja noch nicht lang gefahren. Ja. Geil. Ein geiler Spielplatz hier. Ja, muss ich echt sagen. Also, wir fanden auf der großen Fläche stand, habe ich gedacht, ja, was ist das jetzt hier so? Aber das ist wirklich gut. Das sind Vulkansteine, kann das sein? Die sind sehr spitz. Ja, ja, das ist Lavastein. Ja, perfekt. Das finden Reifen ganz, ganz toll. Ah, der rote sieht so krass aus, wenn die Türen und alles raus sind. Ne? Ja, ist wirklich so. Wahnsinn. Ja, der Unterschied ist schon gigantisch, aber man kann ja die Option mit dem Dach und den Türen, das ist ja bei beiden Fahrzeugen. Ja, ja, ja. Das ist bei allen. Also, können wir ganz genauso alles abbauen, ne? Das macht so ein Bronco ja auch aus. Und das heißt, aushängen kannst alles. Ich kann das dann alles verstauen im Auto? Nein, natürlich nicht. Das Dach Also nicht das komplette Dach und die Türen, aber du hast Taschen dabei und du kannst zum Beispiel die zwei Dachelemente und die zwei vorderen Türen im Kofferraum verstauen, hochkant. Oh, geil. Also auch, wenn man jetzt von hier mal sich das Fahrwerk anguckt. Hm. Schon echt. Und kommt so vom Werk, ne? Ich sag mal, da geht ja noch was. Ja, das war gerade schon ein, zwei Mal sehr, sehr schräg und auch sehr, sehr bergauf. Aber wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einmal in das offene Fahrzeug einsteigen, weil der Unterschied ist, muss schon wirklich extrem sein. Weil wenn du hier drin sitzt, hast du einen komplett umschlossenen Fahrzeuginnenraum. Das wirkt auch nicht so, als ob das abgehen könnte. Und gefühlt, glaube ich, hast du gleich das Gefühl von zwei Autos in einem. Das ist dasselbe Auto. Und wenn hier die Scheiben zu sind und sitzt hier drin mit dem großen Navi-Bildschirm, würdest du nicht denken, dass das geht. Wissen wir, wie viel Gewicht man abbaut durch das ganze Zeug? Nee, aber jetzt, wir haben 60, ja gerade so. Also 80 Kilo locker. Ich würde sagen, mit Dach 100. Mit Dach so 100 Kilogramm würde ich ungefähr. Ist das förderlich fürs Offroad-Fahren? Leichter? Oder ist es besser, wenn man mehr Traktion draufbringt? Ja, fürs Bergabfahren glaube ich auch. Weil Gewicht will runter. Gewicht will den Abhang runter. Ich glaube, ein leichteres Fahrzeug ist immer gut. Es kann immer zu leicht sein, wenn du Traktion in den Boden reinkriegst mit der Beschleunigung. Aber die Autos, du merkst, dass die Autos sind nicht gemacht fürs Beschleunigen, sondern das ist wirklich so ein Raptor, ne, wie wir den haben, der kann das alles mit 100 machen. Aber der ist wirklich für Situationen gemacht, dass er das so hochklettert. Und das Auto wirkt auch viel alltagstauglicher. Also ich sitze total easy in dem Bock. Die Power ist gut, wir können jetzt nicht wirklich Gas geben, aber es sind halt 300 PS, was echt okay ist. Das Auto wirkt nicht schwer allgemein. Ne, er wirkt jetzt nicht so klotzig. Aber ich würde sagen, wir steigen mal rüber, weil da drüben haben wir auch noch mehr Funktion. Ne? Der kann noch ein bisschen mehr Offroad Sachen. Weil ich will diesen Knopf mit dem um die Kurve fahren mal probieren hier. Also nicht ESP aus. Sondern weißt du, wie das heißt hier, Fabio?
Nee, ich weiß nicht, das ist durch den Torque Vectoring, dass du dir das innere Rad halt bremst, kannst du engere Kurven fahren. Aber den genauen Namen der Funktion kenne ich jetzt nicht. Aber das klingt auf jeden Fall Drift. Spannend. Drift. Drift Mode. So, wir steigen um, los geht's. So. Allein der Einstieg, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist Zeitersparnis, ist auf jeden Fall da. Ich denke auch die ganze Zeit, warum hat einer hinten die Tür nicht zugemacht, wenn du hier durchguckst, weißt du? Das hat schon so ein bisschen Urlaubsfeeling irgendwie. Extrem. Einfach. Und jetzt stell dir vor, du kannst das kaufen, du kannst das in Deutschland haben, so. Und da ist die Tür wieder dran, das normale Alltagsauto. Das ist geil. Sieht aus wie der Scheinwerfer, ne? Genau. Die gleiche Optik wie die Scheinwerfer. Okay. Off-road use only. Okay, geil. Alle grinsen und denken sich, wir fahren. Mehr als ich dachte, ne? Kann man das noch sehen? Das ist also dieser Geschmack von Freiheit. So schmeckt das also. Mehr davon. Ich gehe gerade so in meinem Kopf durch, was die Kollegen sagen, wenn ich das Auto zurückgebe. Doch, ich glaube, ich würde schon so ein Netz gerne haben. Das, ja. Ja, genau. Das sind Jurassic Park-mäßig. Ja, ja. Welcome to Jurassic Park. Wir machen das schon. Na, hallo. Das sind nur Bücher, das sind keine Hartensträucher. Der muss nämlich noch jemand präsentiert werden, das Fahrzeug. Ja, das ja. Du siehst die Schweißperle auf meiner Stirn, ne? Das ist nicht wegen der Hitze. Ach so. Ui, das ist der Auspuff. Fabio lacht schon nicht mehr. Fabio denkt einfach nur so, ja, Topia, das ist ganz toll. Das ist toll. Super. Das ist ganz toll, hast du das gemacht. Hallo. Das ist aber das schon eine Erhöhung. Sportlich. Ich weiß nicht, ob der das kann. Doch, keine Ahnung. Aber wenn ich mich so schräg fahre. Ah. Mit Handkuss, Fabio, mit Handkuss. Ich finde, wir machen das richtig gut. Ganz links da. Ich würde so machen. Ja, schön. Ich hab hier ein bisschen Gemüse auf dem Schoß. Was bringt dir auch ein Auto ohne Türen raus? Oh. Ja, warte mal. Oh, Fabio. Wir haben keine Türen. Ich finde, da ist viel spannender. Also ich finde das richtig gut, weil wenn Wasser es schafft, bei den Außentemperaturen noch zu bleiben, dann muss man es auch nutzen. Okay, wir fahren nicht durch. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde gern klären, wie tief das ist. Das ist nicht tief. Oder geht es hier überhaupt weiter? Das werden wir rausfinden. Das könnte auch im Wilden Westen sein, egal. Und das ist jetzt steiler? Ich fahre nicht links, fahre raus. Wohin? Da rüber. Und dann da hoch. What? Ja, guck mal, ich hab ja so gelenkt. Jetzt fahren wir da rüber. Ey, ich bin total entspannt. Wo wolltest du jetzt noch hin? So? Hör mal. Da kannst du nicht durch. Wieso nicht? Was machen die Reifen damit? Nein, natürlich. Ach Quatsch, okay, du bist verrückt. Da würde ich so meine Fenster nicht zurückpöllern durchhalten. Der ist ja verrückt, der Kerl. Nee. Herr Fabio, das ist aber klar, dass wir die Option, wenn wir da nicht lang fahren, ne, dass die Option Wasser ist. Ne? Oder zurück. Aber dein Wendemanöver ist auch gerade spannend. Ja, ich auch. Ja, aber weißt du, was wir machen? Weil das kann. Wie tief ist denn das Wasser? Kommen wir da jetzt durch ohne den Teppich hier? Also ich würde auch sagen, wir machen das ganz, ganz vorsichtig. Und wenn es nicht geht, Fabio? Gibt's immer Jobs bei Fiat, ne? Alter. Was denn? Wie steil ist das denn? Alles gut. Wie viel Grad denn? Das ist doch noch gar nichts. 17 Grad. Ja. 17. Entweder kann er mal oder kann nichts. Kann der? Ja. Fragen Sie, ob ich das kann. Du willst ja jetzt durch, ne? Können wir da nicht links dran vorbei? Nein. Du willst da mitten durch. Das ist nicht meine Welt. Wir fahren mal rein. Weißt du warum? Weil wir erstmal die Felgen sauber machen. Ne? Das ist meine Grundintention hier. Also ich würde sagen, wir haben Thumbnail. Haben wir. Warum tue ich mir sowas an? Sag ich doch! Also wir haben gerade so ein paar Fische gefunden. Das Einzige ist, ach so, wir kommen hier nicht weiter. Ach so. Ah doch, er kann da. Nee, ja, Quatsch. Echt, meinst du? Also, komm mal, steig mal aus. Wir können mal gucken. Auch so viel zu lachen. Wie erkläre ich das meinem Chef? Wie erkläre ich das?
Der war gerade schon am Pumpen, der Kollege, ne? Also wir, ja, wir fahren jetzt hier hoch, aber das Einzige ist der Stein. Du musst jetzt gleich aufpassen, wie nah der Stein ist. Komm mal da hoch. Ich beobachte den Stein. Ja, ja. Das weiß aber für diese Angstgriffe gewesen. Die beste Probefahrt, die ich je gemacht habe. Also das ist wirklich das. Die Probefahrt hat mich sehr überzeugt von dem Auto jetzt. Und ich glaube, dich auch. Also komplett geflasht, wirklich. Guck, wir steigen einmal aus, gucken uns das mal an. Mal ganz ernst. Vielleicht hätte man die Strecke jetzt nicht mit ohne Türen fahren sollen. Komm mal, war gut, jetzt gerade die durchdrehenden Reifen, die vermatscht sind, hier nochmal zu haben. Ja. Ja, also ich gebe es zu. Das Auto wurde ein bisschen dreckig. Der ist neu, ne? Ja, ja, ist ja, neu, ja, ist ja, neu. Perfekt, ja, ja. Perfekt, hat irgendwie 50 Kilometer auf der Uhr. Ach, ehrlich? Ja. Wird immer besser. Ich freue mich, das Auto waschen. Aber wir können hier Auto waschen, ne? Puh. Langsam bin ich auch nervös. Nee, okay. Also ich würde sagen, der Ford Bronco hat, jetzt meine ich wirklich ernst, eine Sache dazu gewonnen. Ich fand ihn einfach cool, ich fand ihn optisch cool, ich fand die Optionen cool und hab, muss ich ehrlich sagen, gar nicht an Offroad gedacht. Habe ich wirklich nicht. Ich habe gedacht, das ist optisch geil, man kann ihn geil tunen, man kann geile Sachen machen. Aber was ich jetzt gesehen habe, würde auch mein Tuning ändern, was ich machen wollen würde. Ja. Ne? Weil ja, ich hätte eher in eine andere Richtung wäre ich gegangen. Aber wenn du jetzt siehst, was er so kann, würde ich sagen, okay, lass uns das noch ein bisschen mehr forcieren, lass uns in die Richtung gehen, weil das macht, erstmal macht das Spaß. Es ist super in der Natur, es ist einfach lustig. Fabio muss eigentlich sich immer auf dem Beifahrersitz haben, weil das macht es besonders lustig. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Best-of von Gesichtsausdrücken, genau jetzt. Wir müssen sauber bleiben, ne? Wäre gut. Wie tief ist denn das Wasser? Warum tue ich mir sowas an? Warte mal. Ich beobachte den Stein. Ja, ja. Und da ist er auch. Fabio, das hat er, hast einen guten, super, schmalen Schuh hast du gemacht. Dankeschön, ja. Augen waren groß wie LKW-Scheinwerfer. Mein ganzes Leben an mir vorbei. Ja. Da, auch wenn er sich abstützen wollte, wenn der Wagen und es geht. Ah! Okay, also, ich würde sagen, sehr, sehr geiles Auto. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body.